Es ist ja schon ein paar Tage her, dass ich das Glock-Tagebuch weitergefüllt habe. Das liegt ein bisschen daran, dass ich ja die CZ-P10F habe und diese derzeit wesentlich lieber schieße als meine Glock 17. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ich bekomme dafür wieder Prügel. Ich weiß. Glock ist Glock und andere Waffen sind andere Waffen. Glock liegt nicht jedem, wie zum Beispiel mir. Ich schieße sie, sie macht mir auch irgendwo Spaß, aber ich merke einen deutlichen Unterschied in der Trefferlage zwischen Glock und meiner P10F. Hier sind sie mal kurz nebeneinander. Wo ich mit der Glock 17 nach wie vor selbst auf verhältnismäßig kurzen Distanzen eigentlich nur noch am Abzug reiße und damit immer tief links liege. Sorry. Ich habe mich gestern auf den German Internationals in Alsfeld ein bisschen mit der RUAG unterhalten und habe halt auch meine Problematik dargestellt. Und es ist halt wirklich die Griffgröße. Glock macht in meinen Augen einfach nur den Fehler, dass der Griff in der kleinsten Form schlicht und ergreifend immer noch zu voluminös ist, als dass Menschen mit kleinen oder mittleren Händen, insbesondere kürzeren Fingern, vernünftig so an den Abzug kommen, dass sie problemlos den Abzug geradlinig nach hinten durchziehen können. Die CZ-P10 hingegen ist da ein ganz klein wenig anders. Sie hat einen dünneren Griff, ist schlanker, der Abstand Griffrücken zum Abzug ist geringer und damit komme ich persönlich mit meiner Handanatomie einfach besser an die Waffe, an den Abzug dran und kann damit besser schießen. Und das habe ich auch gestern wieder deutlich gemerkt, dass ich habe EPP Production gestern geschossen mit der Glock und EPP Polymer wie auch EPP mit der P10. Und die Ergebnisse mit der P10 waren einfach um Längen besser als das, was ich mit der Glock geschossen habe. Muss man ganz klar dazu sagen. Noch habe ich meine Ergebnisse nicht, außer EPP Polymer. Da waren es, glaube ich, 179. Weit weg von perfekt, aber immerhin habe mich wieder ein bisschen gesteigert. Dafür, dass ich diese Disziplin relativ wenig bis hin zu fast gar nicht nennenswert trainiere oder nicht vollständig trainiere. Aber ich glaube, das wird sich demnächst ein bisschen ändern, weil die Disziplin macht wirklich Laune. Ein maßgeblicher Unterschied zwischen der P10 und der Glock ist aber auch die Verfügbarkeit an Zubehör. Da geht der Punkt ganz, ganz klar an die Glock. Ich habe zwar jetzt mittlerweile das eine oder andere Holster zum Beispiel für die P10, wie jetzt hier zum Beispiel für EP Production einsetzbar, das IDS-Holster. Das kann dort derzeit nur per E-Mail bestellt werden wohl, per Anfrage, weil es immer noch nicht im Shop ist, leider. Hier mit einer modifizierten Lowrider-Plattform. Ist ein kostengünstiges, glasfaserverstärktes Kunststoffholster. Funktioniert tadellos. Ich bin damit soweit eigentlich auch zufrieden. Habe aber Tom Marzi von der Höppner & Schumann zugesagt, dass ich eigentlich alle Disziplinen, die ich bei der German schieße, mit seinen Produkten schießen werde. Deshalb hat ein Freund von mir, der mit dabei war, mein IDS-Holster gestern verwendet. Und deswegen habe ich auch mit der Glock 17 Production geschossen. Wir haben aber auch jetzt für die P10 neben diesem IDS-Holster auch ein SpeedSec 5 CW und ich habe es gestern im Betrieb gehabt. Funktioniert top. Also das Ding passt einfach. Der Ziehvorgang aus diesem Holster ist butterweich, widerstandslos. Es funktioniert super. Also die Ziehgeschwindigkeit mit diesem Holster absolut genial. EP Production habe ich wie gesagt mit der Glock geschossen, habe ich hier mit dem Höppner & Schumann Standardholster geschossen. Funktioniert tadellos, ist für EPP Production zugelassen, habe ich extra beim Bundesreferenten vergewissert. Ist eine super Geschichte. Wobei ich aber fairerweise auch dazu sagen muss, ich glaube, Production Holster für die Glock zu finden, ist um ein tausendfaches einfacher als jetzt zum Beispiel für die CZ-P10. Ich persönlich bevorzuge tatsächlich die P10 allein wegen der Griffthematik. Egal, ob das jetzt die C oder die F ist, der Griff liegt meinen Händen und davon gehe ich eigentlich aus, und das ist persönliche Sache, bei meinen Händen liegt die P10 einfach wesentlich besser in der Hand als zum Beispiel eine Glock. Ich werde weiterhin Glock schießen, ganz klar. Ich habe sie, ich besitze sie. Sie ist mir und ich werde sie weiterhin schießen und ich werde auch weiterhin Videos zu der Glock machen, genauso auch wie zur P10. Ja, also keine Panik.
Ja, genauso auch hier. Gibt es ja für die PC noch nicht. Also Roni schafft, da wird auf jeden Fall noch das eine oder andere kommen. Aber wie gesagt, wundert euch also nicht, dass ich jetzt in letzter Zeit weniger Glock gemacht habe, sondern mehr die PC. Ja, es ist halt, sie liegt mir einfach mehr. Ist legitim. Dem einen liegt das eine, dem anderen liegt das andere. Glock ist trotzdem eine hervorragende Waffe für das, wofür sie konzipiert ist und wofür sie auch produziert ist. Sie liegt halt einfach anatomisch nicht jedem Schützen in der Hand. Und entweder kommt man mit dem Ding klar oder man tut es nicht und muss halt extrem viel Range Time einkalkulieren, um mit der Glock irgendwann mal auch tatsächlich klar zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bei mir das Thema. Ich bekomme einfach mit der Glock weitaus zu wenig Range Time, um sie tatsächlich in den Griff zu bekommen. Und mit der P10 hat es einfach auf Anhieb direkt funktioniert. Und dann bin ich dieses weitestgehend, ich sage nicht 100%, aber weitestgehend dieses Thema Low Left habe ich da außen vor. Ich blende euch hier jetzt mal Bilder von zwei Scheiben ein, die ich mit der P10 geschossen habe. Gestern von der German Internationals, EPP Deutsche Meisterschaft. Wie gesagt, weit weg von perfekt. Ich gebe auch nie zu, oder ich sage, ich gebe nie von mir, dass ich ein guter Schütze bin. Ja? Für mein Ding hat's gereicht. Und ich bin zufrieden mit meinen Ergebnissen. Von daher, in dem Sinn macht's gut.